Ja, ändern sich die Zeiten wirklich? Das ist die Frage. Auf der einen Seite ändern sich die Zeiten überhaupt nicht. Es ändern sich unseren Umgang mit der Zeit. Das heißt, wir gehen jeweils unterschiedlich mit Zeit um. Wir gehen in unserem Lebensalter unterschiedlich mit Zeit um. Also in der Kindheit zum Beispiel, als wir die Uhr noch nicht kennenlernten, sind wir anders mit Zeit umgegangen, als wir dann in der Schule oder im Kindergarten die Uhr gelernt haben und uns an der Uhr ausgerichtet haben. Und als wir beruflich tätig waren, in der Mitte des Lebens sozusagen, sind wir wieder anders mit Zeit umgegangen als im Alter. So ändert sich natürlich unser Umgang mit Zeit permanent und das empfinden wir als ein Ändern der Zeit, aber es ist letztlich ein Ändern des Lebens. Und dann hat die ganze Gesellschaft sich im Laufe ihrer Existenz jeweils auch ganz unterschiedlich mit Zeit beschäftigt und ist unterschiedlich mit Zeit umgegangen. Die Uhr ist zum Beispiel eine Erfindung, die vor 600 Jahren von Menschen gemacht wurde. Und vor der Uhr ist man ganz anders mit Zeit umgegangen als nach der Erfindung der Uhr. Man ist nämlich mit der Naturzeit umgegangen. Die Zeit war am Himmel ablesbar und an der Natur und an den Jahreszeiten und an dem, was sozusagen wir heute Wetter nennen. Also an den Wetterdingen konnte man die Zeit ablesen und hat man die Zeit abgelesen. Und heute tun wir das hauptsächlich an der Uhr und nicht nur an der Uhr, sondern immer mehr auch an den vielen Geräten, die wir mit uns bringen und mit uns herumtragen. Diese Geräte bestimmen, wie wir mit Zeit umgehen. Sie halten uns quasi immer auf Trab. Deshalb gehen wir immer unterschiedlich mit Zeit um und das sagen wir, dass sich die Zeiten ändern, aber letztlich ändern wir uns und nicht die Zeiten.